Jo Leute, damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird und wir gehen direkt mal auf den Shop drauf, denn der ist auch schon in knappen 20 Sekunden da und dann mal schauen, was heute reinkommt. Gestern war der Shop auf jeden Fall ein bisschen kleiner und ich glaube, hier fehlen ein paar Sachen. Auf jeden Fall war hier noch ein Paket. Okay, das ist gerade ein bisschen komisch, aber mal schauen, was heute reinkommt. Ich denke mal, hier die Pakete werden alle noch bleiben. Der Shop ist auf jeden Fall gleich da. 2 Sekunden, 1 Sekunde und mal schauen. Leleo Spinnpaket. Okay, es gibt wieder ein Spinnpaket für den Streamer. Interessant. Ansonsten sehen wir hier auf jeden Fall die vorgestellten Sachen. Die sehen okay aus. Darunter die täglichen Sachen und hier gibt es ein neues Musikstück. Okay, und wie gesagt, hier die Pakete sind dann noch hier. Fangen wir ganz oben an. Wie gesagt, Leleo Spinnpaket. Leleo ist ein Twitch-Streamer und YouTuber und er hat auf jeden Fall jetzt sein Spinnpaket bekommen. Hier sehen wir einmal den Orion-Skin drinne mit dem Rückenteil hier. Dann gibt es einmal den Flauschsegelgleiter. Der hat ja auf jeden Fall noch einen zweiten Stil. Ist nach einem Monat zurück. Der Orion hier ist zurück nach 44 Tagen. Und dann gibt es einmal noch die Enigma-Lackierung nach 41 Tagen zurück. Und dann gibt es auch noch eine Hacke hier. Und diese ist nach 19 Tagen zurück. Okay, das Paket geht klar. Das sind halt auf jeden Fall seine Spinnsachen, die halt immer spielt. Kann man sich jetzt hier kaufen. Ich weiß gerade nicht genau, wie der genaue Preis ist, denn ich habe hier schon eine Hacke. Für mich würde das aber 1500 kosten. Geht aber ganz gut klar. Ansonsten, wie gesagt, hier vorgestellte Sachen. Einmal der Unendlichkeitsskin, der so ein bisschen animiert ist. Wirklich sehr, sehr krasser Skin. In der Mitte hier dieser Riss. Auf jeden Fall nach einem Monat zurück. Dann gibt es einmal die Sternschlaghacke. Passend dazu noch einmal die Lackierung. Auch alles hier nochmal nach einem Monat zurück. Dann gibt es hier noch den Echo-Skin. Und diesen kann man sich auch anpassen, indem man hier halt diese Farben umkehrt. Also hier sieht man ja, werden die Farben umgekehrt. Ist ganz okay. Hier noch ein Rückenteil. Und dann gibt es auch hier nochmal eine Hacke, wo man die Farben umkehren kann. Sehr, sehr coole Doppelhacke, muss ich sagen. Finde ich immer sehr cool. Auch nach einem Monat zurück, passend hier noch einmal mit dem Echo der Gleiter und mit der Lackierung. Ist okay, das Set. Wie gesagt, einen Monat her. Und dann gibt es nochmal den Hasenwolf, ebenfalls nach einem Monat zurück. Hier noch in den zweiten und dritten Stilen. Hier noch mit einem Rückenteil. Und dann gibt es noch den Lömer, auch der noch mit den Stilen, mit einem Rückenteil. Und dann gibt es auch nochmal hier eine Lackierung. Auch alles nach einem Monat zurück. Und das sind auch schon die vorgestellten Sachen. An der Stelle gerne ganz kurz unterstützt einen Creator klicken und hier Deto eingeben. Würde mich sehr freuen. Und dann gehen wir schon zu den täglichen Sachen. Und hier gibt es einmal die Grimoire zurück. Diesmal zurück nach einem Monat. Der Skin sieht auf jeden Fall ein bisschen gefährlich aus, ein bisschen gruselig. Hat, wie man sieht, noch einen zweiten Stil. Hier mit einem Kapuzenpulli. Dann gibt es auf jeden Fall nochmal dieses Rückenteil Holoschädel nach einem Monat zurück. Daneben gibt es den Bucky Skin. Auch diesen nochmal nach einem Monat im Shop. Ja. Ich muss sagen, der zweite Stil hier ist auf jeden Fall viel, viel besser als der erste Stil. Aber auch okay, der Skin. Dann gibt es hier Wächterinnen Gang. Neues Musikstück. So klingt das hier. Und da steht auch schon Abspielen und zum Spire reisen. Und das soll so gesehen ein Musikstück sein für diese Wächterin bei den Wächtertürmen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös. Auf jeden Fall heute neu im Shop für 200. Darunter gibt es einmal Saxophonisch, nach einem Monat zurück, aus der Season 6. Und dann gibt es noch Voll 80er, cooles Oldschool-Mode, auch nach einem Monat zurück. Und an letzter Stelle gibt es Röstlichkeit. Und dann gönnt sich hier Marshmallows, auch nach einem Monat zurück. Ich verbrenne jetzt hier gerade. Und wie gesagt, hier noch die ganzen Pakete. Und das war es eigentlich auch schon. Es gibt nur einen neuen Gegenstand und halt ein neues Spinnpaket. Ist okay, der Shop. Das war's mit dem Video hier.